Die Funktionsweise eines Peltier-Elements basiert auf dem Kontakt zwischen zwei unterschiedlichen Halbleitern. Im Folgenden werden verschiedene Experimente demonstriert, um die grundlegenden Eigenschaften eines solchen Peltier-Elements besser kennenzulernen. Zuerst wird ein Strom mit negativem Vorzeichen fließen gelassen. Dabei nimmt die Temperatur auf der linken Seite des Peltier-Elements ab und auf der rechten Seite zu. Wird die Stromrichtung umgekehrt, so hat nun die linke Seite eine höhere und die rechte Seite eine tiefere Temperatur als zuvor. Es lässt sich festhalten, dass ein Stromfluss einen Temperaturunterschied zur Folge hat. Nun soll der vorhin beobachtete Effekt umgekehrt werden. Durch einen Temperaturunterschied soll ein Stromfluss hervorgerufen werden. Dazu wird die linke Seite mit flüssigem Stickstoff abgekühlt. Die rechte Seite wird mittels eines Föhns erwärmt. Je höher der Temperaturunterschied ist, desto größer ist der Wert der Stromstärke. Anstatt den Strom zu messen, kann der Stromfluss auch angedeutet werden, indem ein elektrisches Gerät angetrieben wird.